Scheiße. Was ist? Ja, dreimal auf der Rat, was der Ike nicht gemacht hat, als er sich ausgelockt hat. Gespeichert. Genau. Reingemacht. Ja. Was? Reingemacht. Ist ein Mutantenrüstungsteil und drei Knochenrüstungsteile. Alles andere ist ja klar. Ich ja noch. Ich habe ja nicht wirklich was gefarmt außer Stöcke und wenn, dann habe ich die auch gleich verbaut. Also. Und ich habe ja mein Inventar sowieso geleert, weil ich hier. Oh lol, ich habe das dupliziert. Ich habe mein Inventar vorher ja alles in die Regale gepackt. Und ohne abzuspeichern vom Server gegangen. Ich habe das Zeug wieder im Inventar. Ich habe es einfach mal verdoppelt. Ja. Cool. So geht. Ja, aber. Naja, gut. Ein Wagen hier passiert. Keine Ahnung. Ich muss erstmal mein Inventar wieder ausleeren. Ja. Drei Rüstungsteile. Machen wir die noch schnell. Und ich habe das Waschbärenfell verloren. 1, 2. Oh, es musste genau reichen. Ne, einer fehlt. Gut. Cassie hat wieder Freunde mitgebracht, habe ich gerade gehört. Nee. Boah, ich muss jetzt noch ein Lager machen. Unbedingt. Zeige Gameplay da. Nee. Musik. Alter, Soundeffekte habe ich schon auf 4%. Aber meine Köpfe sind alle noch da. Das ist die Hauptsache. Jetzt muss ich ja wieder den Köcher neu bauen. Ja. Naja, schon fertig. Nö, schon fertig. Ich hatte noch drei Haare. 1 Eik ist ja nicht doof. Noch nicht. Wieder noch nicht. Hier, und dieses verkneifende Lachen habe ich voll und ganz gehört. Aber was ich unbedingt mal in einer Folge sehen möchte, ist, wie Cassie sich mit einem Klopsi-Mutanten messen tut. Ich muss sehen. Ich werde wahrscheinlich sterben. Ja, aber das ist halt so. Ja, ne? Cassie vs. Klopsi-Mutant. Ein geiler Titelname halt. Na, wenn du meinst. Ja. Wenn ihr mich wieder. Was machen. Ey. Wenn ich so oft wiederbelebt, wie du willst. Genau. Aber ich möchte einfach. Wir möchten einfach nur, dass du einmal diesen Klopsi tötest. Ja, und wenn ich es nicht schaff? Naja, also ich würde das halt so machen, dass Cassie sich mal mit so einem Klopsi messen tut. Und wenn sie das erste Mal down ist, dass wir ihr dann helfen und den Klopsi killen. Weil sonst können wir sie nicht wiederbeleben. Was? Warum nicht? Weil der, wenn er einen Bauchklatscher macht, uns den Boden oder den Füßen wegreißt, du liegst dann flach. Achso, ja, dann machen wir das so, ist gut. Der eine kann dann ja weglocken, so, weißt du? Ja, könnte man machen. Was ist eigentlich vorhin mit dem Klopsi passiert, wo ich rausgegangen bin? Hab ich getötet. Läuft. Der ist die ganze Zeit bei mir rumgerannt und dann hat er einen Tyrox getötet. Läuft. Ich habe wohl sehr viel verpasst. Ja. Das kommt halt davon, wenn man, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Genau, der Pisser. Aber er hat die Tür zugemacht, ich muss da raus. Ich muss halt wirklich da raus. Ich brauche noch Schildkröten. Noch 2 Schildkrötenpanzer. Also schön das Türchen offen lassen. Nein, also Alkohol brauche ich erstmal für eine bestimmte. Was kann ich mit der Armor nur machen? Mit was? Sprengstoff. Tyrox, alles okay bei dir?
Toll, jetzt musst du natürlich lauter reden. Ich hab dich jetzt mal um 15% leiser gedreht. Ja, ja. Nein, ich brauch dafür Alkohol. Hat jemand Alkohol? Gehst du in mein Haus, da hab ich was. Dir erlaube ich in mein Haus zu gehen. Du beklaust mich nicht, wenn es um Holz geht oder Knochen. Ich will ja keine Namen, Cassie. Ja, ja. Wie viel brauche ich noch? Aber ich hab gleich meine zwei Türklingeln fertig. Cool. Oh. Wenn ich heile zu Hause ankomme. Hier, Melvin, warum hast du Sascha und Clay Toxic und den Roboter nicht mitgebracht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, was hört man da im Hintergrund bei dir? Was? Hast du schon wieder den Folterkeller offen gelassen? Die Geburt Jesus. Es hat sich halt wirklich angehört, als ob da jemand gerade gefoltert wird. Nein, alles gut. Ich höre, das ist nur die Musik. Das ist nur die Musik. Deinungs, geh dir mal meine Türklingeln angucken. Was denn für Türklingeln? Die hier draußen an der Tür sind. Ja, aber ich... Das musste einfach so sein. Hallo, sag zu Hause. Oh nee. Weißt du? Ja. Beide Schildkröten, das ist Ursula. Also die linke ist Ursula und der rechte sieht aus wie Frank. Okay, dann heißen die ab sofort so. Frank und Ursula. Das. Warum nicht Frank und Stein? Stein, weil Stein ein Stein ist. Nee, aber Frankenstein. Ey. Was macht? Nein. Okay. Ihr zwei laufen wieder sehr dicht aneinander. Melvin, wir müssen unbedingt die Kirche bauen. Kirche, ja. Ja, damit wir die zwei trauen können. Das. Was denn für eine Kirche? Ja, wo das Beste. Achso, die. Ja, da wo wir euch verheiraten. Dafür dich, deine und Cassis Hochzeit. Oh nee. Doch, oh, nee. Du. Zwangsverheiratung oder was? Ja. Oh nee. Cassie nimmt so einen dicken Klopsi und Tyrox nimmt so eine glatzköpfige Milf. Das wird lustig. Eine glatzköpfige Milf für Tyrox. Geil. Weißt du, Melvin? Wenn du nicht bald aufhörst, ne? Ich sag's dir. Womit aufhören? Ich spreche die Wahrheit. Aber mir ist oft gefallen, der Melvin, seitdem der eine Freundin hat, ist der auch ganz schön mutig geworden hier. Was? Mit seinen Aussagen. Was? Nein, das stimmt doch gar nicht. Nein. Stimmt doch nicht. Also behauptet er mindestens selber von sich, also. Warum tauchen hier keine Schildkröten aus? Sind die behindert? Und den Arsch offen? Liebes kleines Sonic, du riskierst eine Menge. Nee. Doch. Aber ich sag nein. Was ist denn da schon wieder die Tür offen? Lass sie offen, ich muss wieder rein. Das war ich, sorry. Okay, da sind zwei Türen offen. Na super. Naja, ich muss ja auch irgendwie wieder reinkommen, oder? Halt dann wieder auf, wenn du reinkommst. Muss ich nicht dauer offen lassen. Doch. Falls ich ganz schnell vor was wegrennen muss. Und trotzdem die Möglichkeit, die Tür zu machen. Nein. Du hast nur Angst zu sterben. Da rockst du auf zu singen. Lieber Sonic, lieber Sonic. Das geht ja gar nichts. Machst du mir aber. Sobald die Kirche gebaut ist, nicht. Ja. Warum rennt Tyrox schon wieder in der Weltgeschichte umher und verschwindet einfach mal so? Warum? Lasst uns doch zusammen erkunden gehen. Ja. Das ist noch nicht mal das Ziel.
Na dann hör auf, den Eingeborenen zu folgen, also ist der. Aber die Arme fliegen doch schon bei den ab. Dann. Jetzt habe ich den Kopf fallen lassen, toll. Ha, passt ja. Was? Nein, ich habe hier so ein kleines Geschenk für jemanden dabei. Cassie. Nee, die tötet mich ja dann. Obwohl. Ich habe eine bessere Axt als sie. Was ist denn mir da jetzt entgegengekommen? Das nennt man Hasen. Nee, das war irgendwas Größeres. Das kichert Hyrox so, das macht mir Angst. Ja? Ja, doch, es macht mir Angst. Nein. Ja, ich habe auch eine Klinge. Ja. Hey. Jetzt müssen wir beim... Leute, ich renne die ganze Zeit da unten rum, da kann ich mir auch noch einen anderen Kopf holen. Jetzt müssen wir nur noch bei Melvin irgendwie im Haus so einen Heilkopf hin platzieren. Oder Mutanten, nee. Mutantenbabykopf. Na, ich will keine Mutantenbabys in meinem Zimmer. Lieber richtige Babys? Aus. Du bist ja pervers. Ach, Melvin. Also zutrauen wollte ich das Melvin ja schon. Was? Dass ich oh, Babys warte mal. Die Haie sind ja auf der anderen Seite. Kannst du mir jetzt wirklich deinen Heilkopf hinhängen? Nee, erstmal an meine Wand. Ach, ja. Ach. Hast du es noch nie gesehen? Ich habe schon wieder so eine halbe Trophäenwand bei mir. Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Weil mein Haus eigentlich so gut wie fertig ist. Ich muss nur noch Innenleben und Außenleben bauen. Und natürlich bringst du so ein, zwei Eingeborene und Mutanten immer mit. Extra für euch zum Spielen. Oh, dann schaue ich mir mal die Wand der Schande an. Das ist keine Schande. Das ist Kultur. Kultur? Ja, Kultur. Das ist Kunst. Was ist Kunst. Kultur? Kunst. Ich bin ein Kulturbanause. Hey. Mich beobachtet hier ernsthaft so eine hessische Milf und stöhnt mir ins Ohr? Ach, hier ist der... Ah, so ungefähr. Naja, jetzt rennt sie weg. Die sieht von hinten aus, als ob sie eingeschissen hat. Vielleicht hat sie es ja auch. Das wäre eklig. Hey, Schlampe, ich habe hier was Langes, Hartes für dich. Willst du das haben? Die rennt weg. Nur. Wo waren verfickt nochmal die scheiß Haiköpfe? Waren die nicht hier unten am Anker? Alter! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich sollte vielleicht mal Licht anmachen. Was ist total Rocks? Melvin? Die Haiköpfe konnte man noch hier unten am Anker sich holen. Oder? Sorry, ich bin auszusehen auf die. Cassie, kommst du mal kurz zu mir runter? Du musst mir mal sagen, ob du hier Haie siehst. Nicht jetzt in der Dunkelheit. Doch, das ist direkt neben der Base, wo ich bin. Das ist, glaube ich, eine Tür. Scheiße. Au. Sollst du denn irgendwo runterfallen? Nein! Ernsthaft! Was denn? Mit meinem Ausguck ist kaputt gegangen. Och mal! Na dann, hast du toll Melvin, gemacht! Melvin, super. Komm schon mal zu mir. Okay. Es tut mir leid. Ich will halt jetzt ernsthaft wissen, ob hier Haie liegen oder nicht. Ich bin jetzt pissed. Weil ich sehe keine. Es tut mir leid. Nee, die waren nee, auf das der anderen Seite. Nicht. Hey, da habe ich doch auch keine gesehen. Doch. Nee, waren die nicht hier beim Anker? Nein. Ich bring mich jetzt um in Forest. Ich suche jetzt Mutanten, die mich töten sollen.
bin ich mir super sicher. Mein Leben hat keinen Sinn mehr, wenn mein Ausguck nicht mehr da ist. Kannst du nicht mehr spannen, oder was? Aber hier unten waren auch keine Haie, wo ich jetzt die ganze Zeit Schildkröten gefarmt habe. Oh, Besuch. Ich hab hier schon jemanden. Okay. Nicht wegrennen. Warum rennt die? Hä, warum sind hier keine Haie mehr? Das ist die waren so, doch mal Haie. Ja, auf der anderen Seite beim Anker sind halt auch keine Haie mehr. Ist halt recht seltsam. Oder wir hatten die schon geköpft und die sind einfach despawned. Ja, die letzten bisschen hab ich das Gefühl. Aber die müssten doch dann wieder auftauchen. Jesse, es ist jetzt kein guter Zeitpunkt zum Lecken. Was macht ihr? Die ist draußen und läuft auf der Stelle rückwärts. Was? Ja. Guck dir das mal an. Ja, guck. Was passiert denn? Besonders weil, Cassie, bist du noch anwesend? Nee, ihr Internet spinnt gerade rum. Cassie macht den Moonwalk. Ja, eben. Kann man ernsthaft? Du hast dir die scheiß Kettensäge geholt? Nein. Die hatte ich doch schon. Hä, warum hab ich die nicht? Waren wir nicht zusammen? Wir hatten die doch schon. Wir. Wird mir gesagt, dass der Host nicht antwortet. Ich bin verwirrt. Er ist tot. So, Leute, habt mir doch. Hilfe. Hab Mittag heute. Oh, warten. Mittag. Cassie, ey. Das... Ich lass dir ein bisschen Licht da. Was denn? Du läufst auf der Stelle rückwärts. Nein, bei mir antwortet der Server nicht. Schade. Cassie. Ach, Cassie, komm ein bisschen dynamisch weg, oder wie das Zeug los? Cassie, hast du schon die Kettensäge? Nee. Soll ich jetzt vom Server runtergehen, weil der Server nicht antwortet? Ja, runtergehen und neu connecten. Weil wir sind ja drauf, also. Cassie, ein bisschen Dynamit. Ja, und danach läuft der Server wieder. Natürlich. Ich schenke ihm ein bisschen Licht. Was denn? Nicht? Was willst du, hä?